Herzlich willkommen, alle, die hier zuhören. Wir sind ja alle hier zum Thema Nachhaltigkeit und es geht ja voran. Die Energiewende läuft mehr oder weniger schnell. Der Schutz der Artenvielfalt ist auch mehr und mehr ein Thema. Was ist eigentlich mit unseren Produkten, die wir nutzen, unseren Abfällen, unseren Chemikalien? Was ist eigentlich nachhaltige Chemie? Was versteht man darunter und was heißt das konkret? Und auf diese Fragen suchen wir heute erste Antworten. Und ich bin froh, drei Fachleute hier zu haben, die wirklich seit Jahren, Jahrzehnten zu dem Thema arbeiten. Und ich fange mal an mit der Dame, Stefanie Wieck. Ich muss mal nachschauen, ich habe es nicht aus dem Kopf. Umweltingenieurin, promoviert zum Thema Biozide in Abwasser bei dem Herrn in der Mitte, Herrn Kümmerer aus der Leuphana Universität. Kommen wir noch gleich drauf. Und sie arbeitet seit 15 Jahren jetzt im Umweltbundesamt zum Thema Umweltrisikobewertung von Bioziden. Und ihr Spezialgebiet, der vernünftige Umgang mit Schadorganismen, vernünftig heißt in dem Fall auch mit möglichst wenig Chemie. Dann Henning Friege, Dr. Henning Friege, ganz rechts außen, seit gefühlter Ewigkeit auch in dem Bereich Abfall, Umwelt, Chemikalienmanagement tätig, berät die Bundesregierung und Enquete-Kommission, berät das sogenannte ISC3, Internationales Zentrum für nachhaltige Chemie in Bonn. Sollte bekannter werden und wir arbeiten dran. Ja, ich könnte noch viel mehr zu seiner Vita sagen, aber ich halte es kurz und knapp. Dasselbe auch kurz und knapp zu Herrn Professor Kümmerer. Auch Chemiker, genauso wie Herr Friege. Und jetzt, ich mache es kurz und knapp, seit 2000, ich muss jetzt lügen, 10 Professor für nachhaltige Chemie und physikalische Ressourcen in Lüneburg an der Leuphana-Universität und seit 2017 auch Direktor des Research and Education Hub des ISC3, eben schon erwähnt, Internationales Zentrum für nachhaltige Chemie in Bonn, aber der Hub sitzt in Lüneburg. Und Herr Kümmerer gibt auch die Einleitung, erzählt, was eigentlich nachhaltige Chemie ist, sein sollte, könnte und was sie von grüner Chemie unterscheidet. Ganz kurz, ich beschränke die Redezeit auf gut 10 Minuten. Kannst du hier gern direkt durch Körperkontakt. Ja, vielen Dank. Zuerst mal an Sie alle für Ihr Interesse an diesem doch für viele exotisches Thema. Sie sehen das auf dem Bildschirm, ja. Chemie, da denken wir dann in der Schule, Krach, Bum, Peng, oder wir denken dran, toll, dass ich das abwählen konnte. Und wo haben wir jetzt hier um uns herum Chemie? Überall. Und das ist genau das, was er meinte, wir müssen uns auch um die physischen Grundlagen unseres Wirtschaftens und was wir eigentlich mit Produkten machen, viel mehr kümmern. Ja, Chemie taken for granted, wahrscheinlich ist es mit Elektronik genauso, das Handy nutzen wir alle gerne, ist doch egal, was da drin ist und was da drin passiert. Nein, ist es nicht mehr, aus ganz vielen und verschiedenen Gründen. Ja, also ich zeige Ihnen das auch hier nochmal. All das ist Chemie. Da ist jetzt nicht unbedingt das drin, was die BASF oder Evonik produzieren, im Sinne von ganz direkt, aber ohne diese Firmen und die Vorläuferprodukte, die Kunststoffe, die sie machen oder die Monomere, ja, wäre das alles nicht da. Kein Pflanzenschutzmittel ohne die Inhaltsstoffe. Kein E-Bike ohne die Materialien vom Akku und so weiter und so weiter. Ja, wenn Sie hier nachher weggehen, dann schauen Sie sich doch einfach mal zu Hause um. Wo haben Sie überall Chemie? Wir haben schon gehört, überall. Auch unser Körper ist natürlich Chemie. Aber versuchen Sie mal zu verstehen, was da jeweils drin ist. Und dann fangen Sie vielleicht an, die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich alles her? Und es ist lange nicht alles nur Öl. Und es ist auch immer nicht immer schlecht, wenn wir Öl nehmen, sondern manchmal wäre es vielleicht besser als nachwachsende Ressourcen. Und das müssen wir genauer verstehen. Sonst werden wir scheitern mit der materiellen Basis der Nachhaltigkeit. Ja, also was ich schon erwähnt habe, konventionelle industrielle Chemie, heutzutage BASF das Schlagwort, der ein oder andere kennt es wahrscheinlich, gibt aber natürlich viele Firmen mehr und vor allen Dingen die Innovationen kommen häufig aus dem Mittelstand. Das wird häufig vergessen. Ja, ich habe mich hier auch mit einigen unterhalten, die sagen, ja, die Großindustrie ist interessiert, wenn sie kein Risiko mehr hat.
wenn ich ein Start-up bin und das Risiko nicht mehr da ist, dann steigen sie ein. Wir brauchen da auch wieder mehr Risikofreude. Und dann brauchen wir auch mehr geistige Flexibilität. Und Chemie hat ja auch einen ganz schlechten Ruf. Ja, Sie erinnern sich, die Älteren vielleicht, an Dioxine. Wir erinnern uns an Schweizer Halle. Wir erinnern uns an all die Schadstoffe in der Umwelt. Ja, das ist Chemie. Und daraufhin wurden Dinge entwickelt, wie beispielsweise die grüne Chemie. Ja, und häufig heutzutage denken die Leute, grüne Chemie, wow, das ist es. Das ist Nachhaltigkeit. Nein, nicht alles, was grüner ist, und ich habe das extra hier so geschrieben, ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und ich habe grüner geschrieben, weil wenn es grüner, grün wäre ein absoluter Ausdruck. Grüner ist ein vergleichender und wir können nur vergleichen, was ist besser. Die Natur sagt uns nicht, was besser ist oder schlechter. Das sind unsere Wertvorstellungen und es ist gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil, denn die können wir ändern. Und darum geht es unter anderem auch hier. Und grüne Chemie hat einen Fokus auf Synthese. Also wie kann ich Stoffe mit weniger Energie, mit weniger Abfall synthetisieren, nachwachsende Rohstoffe verwenden. Interessanterweise werden auch Metalle verwendet, die sind nicht nachwachsend. Die entstehen nämlich im Sternenleben. Ja? Also wenn was begrenzt ist, dann die. Und es ist immer auf ein einzelnes Produkt, aufs einzelne Produkt bezogen. Ja? Und nicht, was ich in einer Gesellschaft, in einer Ökonomie, wo sich das alles aufsummiert zu Stoff- und Materialströmen. Das gleiche Produkt, das die BASF produziert, produziert vielleicht auch Evonik. Und dann produzieren die noch 30 verschiedene. Und alle die sind gleichzeitig auf dem Markt. Das alles ist nicht adressiert. Und Ethik. Wo kommt denn unser Kobalt her? Unter anderem aus dem Kongo. Kinderarbeit. Oder, ja, nachwachsende Rohstoffe verwenden wir, landwirtschaftliche Abfälle. Aber wenn ich die irgendwo in Malaysia einsammle, was bedeutet das für die lokale Gesellschaft dort? Gibt es dort vielleicht sogar eine Ökonomie, die die schon nutzt? Und all dafür, über all diese Dinge muss sich auch Chemie interessieren. War das nicht? Ist nur hier? Eigentlich hatte ich das ausgeblendet. Also gut, dann nehme ich das Beispiel. Ja, wir haben gerade, wir nehmen CO2, Wasser und Strom und machen tolle neue Chemikalien. Muss man aber genauer drüber nachdenken. 10% der Energie für einen synthetischen Kraftstoff kriegen Sie am Ende auf die Straße. Den Wasserstoff brauchen wir für andere Sachen viel wichtiger. Wir brauchen dafür auch Strom. Und warum ist das so? Kohlendioxid und Wasser sind das Endprodukt der Verbrennung. Und die sind energiearm. Das heißt, die müssen wir energetisch betrachtet erstmal vom Boden hochheben, auf den Tisch legen und dann können wir erst Chemie machen. Welch ein Blödsinn, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Vielleicht grün. Ja, und mit CO2, was wir da brauchen, da werden wir die Atmosphäre nicht wirklich entlasten. Also das ist ein schönes Beispiel, wenn wir darüber nachdenken müssen. Jetzt würde ich aber die hier gerade überspringen, aber das hier, ja, nachwachsende Ressourcen. Palmöl, heutzutage fast in jedem Produkt. Was Sie hier sehen, ist eine Palmölplantage, nur die ist nicht so klein. Da können Sie in Malaysia stundenlang drüber hinwegfliegen. Stichwort Monokultur. Natürlich soll es das Return of Investment nicht nur 2% sein, sondern 10%. Also Pestizide rein, Düngemittel rein. Ich muss, glaube ich, nicht weiter darüber sprechen, was das alles bedeutet. Grüner ja, aber wirklich nachhaltiger. Und eine Gesamtenergie- und Stoffbilanz habe ich da auch noch nicht gesehen. Und die Fläche fehlt, vielleicht auch lokal. Ja. Also grüne Chemie, wichtig, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft. Aber wir müssen genau hinschauen. Und dann lebt man jetzt im Zeitalter der Zirkularität. Das Schöne ist, da kommen dann nicht nur Prozesse und Stoffe, sondern Materialien in Produkte. Ja. Wir recyceln ja nicht irgendwelche einzelnen chemischen Stoffe, vielleicht sogar die zwischendrin nur gemacht werden, sondern es geht ja um elektronische Materialien, es geht um Möbel, es geht um Kunststoff, um alles. Ja. Also müssen wir die Dinge dazu designen, aber auch da habe ich so langsam den Eindruck, Hauptsache zirkulär, dann ist es wunderbar. Aber dahinter steckt eigentlich genau dieses Denken, das wir auch bisher hatten in der linearen Wirtschaft. Wir kennen keine Grenzen, wir müssen es ja nur zirkulieren. Dann ist alles gut, die Materialströme können trotzdem vielfältiger werden, sie können trotzdem steigen. Ja, auch zirkuläre Wirtschaft, zirkuläre Chemie, ja, Design von Stoffen und Produkten für Zirkularität ist ganz wichtig, ist aber nicht das Ende der Geschichte. Denn, das haben Sie vielleicht gehört, wir haben unvermeidliche Verluste an Qualität und Quantität. Wir benötigen Energie dafür. Das wird häufig vergessen. Es fängt an beim Einsammeln. Einsammelquoten, ja,
Selbst wenn Sie 4 Schritte haben beim Recyceln und Sie haben jedes Mal eine Effizienz von 95%, dann erreichen Sie 4 mal 0,95, gibt 0,8. 20% ist trotzdem verloren. Also wir müssen überlegen, wo es Sinn macht, zu zirkulieren und wo nicht. Und das nicht als neues Mantra vor uns hertragen, das alle Probleme löst. Und Sie brauchen oft Frischmaterial, ob das beim Stahl ist, ob das bei den Textilien ist, beim Altpapier. Es kann auch nicht alles recycelt werden. Denken Sie an Ihr Shampoo von heute Morgen. Wie wollen Sie das wieder recyceln, wenn es erstmal im Abwasser ist? Und es vorher einsammeln ist auch ein bisschen schwierig. Das können Sie nur, indem Sie es in der Flasche lassen. Ja, also da gibt es Grenzen, wertvoller Baustein, aber es gibt Grenzen. Und es gibt kein Upcycling. Naturwissenschaftliches Grundgesetz der Thermodynamik, es gibt kein Upcycling. Es zeigt nur, dass Sie die Grenzen Ihrer Bilanzierung zu eng gesetzt haben. Wir können nicht gewinnen, wir können nur verlieren. Wir können nur entscheiden darüber, wie viel wir verlieren. Also insofern ist Chemiewissen vielleicht manchmal doch nicht ganz schlecht. Thermodynamik ist auch ein Grund, warum wir älter werden. Ja, Sie können es nicht aushebeln, so gerne das tun. Und je mehr, dass Sie versuchen, es auszuhebeln, desto mehr Energie brauchen Sie. Und da sagen Sie dann immer, erneuerbare Energie, aber die fällt ja nicht vom Himmel. Ich meine, es gab mal den Spruch, die Sonne gibt keine Rechnung, ist richtig. Dummerweise gibt es jede Menge Zwischenhändler. Ja, also, gut, ich glaube, das schaffe ich. es wird Albert Einstein zugeschrieben und ich finde es super. Wir sind alle so gut in Probleme lösen. Das, so bilden wir ja auch aus. Aber wie wäre es mit Problemen vermeiden? Von Anfang an? Ja. Ja, also, da gehört dann dazu, dass man beispielsweise, wenn man Stoffströme reduzieren wollen, anders machen wollen, dass man nicht mehr wie im alten Modell nur über Tonnagen denken zur Wertschöpfung. Also wie viele Tonnen verkaufe ich, sondern dass wir ein Systemdenken haben. Ja? Wertschöpfung über Service und Funktion. Sie können auch Wissen verkaufen. Wenn es um einen Standard in einer Klinik geht, zur Hygiene, ein von der DBU gefördertes Projekt im Übrigen vor langer Zeit, da geht es nicht darum, dass Sie möglichst viel Desinfektionsmittel verbrauchen. Es geht darum, dass Sie den Hygienestandard sichern. Und wenn Sie so denken, dann merken Sie auch, Schulung ist wichtig. Bauliche Maßnahmen sind wichtig, dass ich besser oder weniger besser desinfizieren kann oder weniger muss. Also wir müssen zuerst darüber nachdenken, welchen Service wollen wir eigentlich. Ich weiß, es sind die wenigsten vielleicht Chemiker und Chemiker. Wer hat Benzol zu Hause stehen? Aus der Schule kennt man vielleicht noch dieses schöne Molekül, so ein Sechseck, supersymmetrisch, niemand. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil es keinen Service und Funktion für Sie hat. Ja, noch nicht mal ästhetisch. Deshalb haben Sie das nicht. Ja, und da müssen wir ausgehen davon. Ja. Und dann kommt häufig raus, wir brauchen gar kein chemisches Produkt. Ist für die Chemikerinnen und Chemiker ganz schwierig, weil Chemie ist die Wissenschaft, die davon lebt, dass sie Dinge neu macht, neue Moleküle, neue Stoffe. Und da braucht man ein anderes Verständnis. Ja. Hier ein Beispiel. Die Älteren kennen das vielleicht noch. Ich glaube, da muss ich nicht groß kommentieren. Linke oder rechte. Was ist auch besser zum Recyceln? Was braucht mehr Ressourcen? Ja. Fassadenschutz. Jetzt wird Fassadenschutz verkauft ohne Biozide. Und dafür dürfen Sie auch ein bisschen mehr bezahlen, weil weniger drin ist. Finde ich aber gut. Ist ein tolles Geschäftsmodell. Ja. Und da gibt es... Sie nehmen einfach eine andere Farbe, Sie nehmen ein anderes Material. Ging auch. Ja. Das heißt, das Gesamtbild nachhaltige Chemie ist, da ist was verschoben, aber wie es auch sei, die historische Entwicklung sehen Sie unten. Was wir aber in der Praxis machen müssen, ist das hier. Wir müssen anfangen, mit Service und Funktion zu denken. Dann, wir müssen die Stoffe oder die Materialien aussehen, je nachdem, ob sie in die Umwelt gehen oder ob sie in den Kreislauf geführt werden können. Und dann kommt erst die Synthese, dann kommt erst die grüne Chemie. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir eine Chance, wirklich nachhaltig zu werden. Und dann kann die Chemie auf nachhaltige Weise zur Nachhaltigkeit beitragen. Und das ist, wenn überhaupt eine Definition möglich ist, die Definition von nachhaltiger Chemie. Vielen Dank. Ja, danke erstmal, Herr Kümmerer, danke schön. Also genau hinschauen, anders denken, völlig anders denken vielleicht sogar. Und wie das konkret funktionieren kann, zeigt uns Frau Wieck an dem Beispiel Ratten. Ich muss nur den Mauszeiger erst finden. Passt jetzt zum Beispiel.
Ja, danke schön. Für mich auch noch als Ergänzung, mein Doktortitel wurde auch von der DBU bezahlt. Danke dafür. genau, ich möchte jetzt über ein Beispiel sprechen, über Chemikalien, die ein Problem in der Umwelt darstellen, die aufgrund ihrer Bestimmung aber nicht so designt werden können, dass sie völlig ohne Probleme sind, weil es einfach Chemikalien sind, die eine Wirkung auf Organismen entfalten sollen. Und als Beispiel habe ich hier Rattengift mitgebracht, nur im übertragenen Sinne. Als Rattengift werden häufig Blutgerinnungshemmer eingesetzt, weit verbreitet in der Kanalisation, um Ratten zu bekämpfen, die eine potenzielle Gesundheitsgefahr darstellen können. Wenn wir in diesem Servicebild bleiben, was Klaus eben gebracht hat, dann ist der Service, den wir haben wollen, dass wir keine Schäden durch Ratten haben. Sowohl gesundheitliche Schäden als auch, Ratten sind auch Materialschädlinge, durch Anfressen von Materialien, auch da sollen keine Schäden auftauchen. Das Problem an diesen Antikoagulantien, den Blutgerinnungshemmern, die eingesetzt werden, ist, dass sie in der Umwelt kaum abbauen, dass sie sich sowohl in Organismen als auch übers Nahrungsnetz anreichern, giftig sind für Menschen und andere Tiere, weil sie nicht sehr selektiv wirken, sondern allgemein auf das Blutgerinnungssystem. Makomar ist ein Beispiel für ein Antikoagulans, was viele Leute, also viele Menschen auch einnehmen. Und aus dem Grund haben wir ein hohes Risiko an Vergiftung für Nicht-Zielorganismen. Außerdem haben wir auch noch Probleme mit Resistenzen für manche Wirkstoffe, sodass hier durch den Einsatz das dazu führt, dass die Ratten nicht mehr abgetötet werden durch diese Chemikalien. Wir finden die in Deutschland überall in der Umwelt. Zunächst einmal in den Organismen, die von den Ködern direkt fressen. Das sind natürlich die Zielnager, aber auch viele Nicht-Zielnager, die beispielsweise auch unter Naturschutz stehen. Singvögel gibt es Monitoring-Ergebnisse und auch in Speisefischen. Hier ist der Eintragspfad, dass Ratten häufig in der Kanalisation bekämpft werden, indem dieses Rattengift in die Kanalisation verbracht wird und dann bei Starkregenereignissen beispielsweise die Köder ausgetragen werden, die werden in der Kläranlage nicht abgebaut und reichern sich dann in den Speisefischen an. Darüber läuft es dann übers Nahrungsnetz, beispielsweise auch in Raubvögel. Und im Moment haben wir gerade ein neues Vorhaben, wo wir Antikoagulantien in Ottern überall finden. Genau, wir haben also dieses Problem und man muss sich deswegen wirklich genau Gedanken darüber machen, wann setzen wir Antikoagulantien ein und erreichen wir die Ziele, die wir damit erreichen wollen. Das ist eine Frage, die sich interessanterweise viele Leute selten stellen und wo es kaum wissenschaftliche Ergebnisse zu gibt. Das UBA, unser befreundetes Schwesterfachgebiet, macht dazu gerade ein laufendes Forschungsvorhaben, wo sie sich genau angucken, wenn wir Ratten in der Berliner Kanalisation bekämpfen, welche Effekte haben wir da langfristig auf die Rattenpopulation, sowohl in der Kanalisation als auch oberirdisch. Und das Vorhaben läuft noch, gerade die aktuelle Beköderung läuft diese Woche und die ersten Ergebnisse zeigen aber, dass zumindest in der Kanalisation da offensichtlich kein sehr großer langfristiger Effekt besteht, dadurch, dass wir diese problematischen Chemikalien immer wieder in die Kanalisation einbringen. Ratten sind Erstrategen, die reproduzieren sich einfach eventuell mehr, wenn da Rattengift eingebracht wird. Für Leute, die da mehr drüber wissen wollen, möchte ich kurz einen Filmtipp geben. Die Arte oder eine Dokumentation wurde gedreht über Projekte weltweit, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Im Moment ist sie leider nicht mehr in der Mediathek, aber falls sie mal wieder online ist, ist sie sehr zu empfehlen zu diesem Thema. Wenn man jetzt aber zu dem Schluss kommt, man möchte Ratten bekämpfen, dann ist es natürlich angeraten, sich Gedanken darüber zu machen, welche Alternativen zu diesen problematischen Antikoagulantien verwendet werden können. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen geschehen. Man kann sich darüber Gedanken machen, ersetzen wir eine Chemikalie? Man kann gucken, gibt es andere Produkte, mit denen wir Ratten abtöten können? Oder man macht das Bild ein bisschen größer und schaut, wie müssen wir denn das System ändern? Das wird natürlich immer komplexer, aber die Möglichkeiten werden auch größer.
Wenn man das auf die Ratten im Kanal überträgt, dann wäre ein Chemikalienwechsel natürlich andere Wirkstoffe, die eingesetzt werden können. Da hatten wir ein Vorhaben, wo wir geschaut haben, was für Antikoagulantien gibt es in der Medizin, die bessere Umwelteigenschaften haben und vielleicht auch zur Bekämpfung von Ratten eingesetzt werden könnten. Das lief bei der Leufana und da wurden einige Wirkstoffe gefunden mit unterschiedlichen Wirkmechanismen, wo davon zumindest auf dem Papier auszugehen ist, dass sie auch gegen Ratten wirken können und bessere Umwelteigenschaften haben. Da könnte man als herstellende Firma sich Gedanken drüber machen, ob man da vielleicht auch noch einen anderen Verwendungszweck für die Wirkstoffe findet. Wenn man andere Produkte verwenden möchte, dann ist ganz klassisch die Falle eine Option. Im Kanal sind das jetzt nicht die klassischen Ratten- oder Mäusefallen, die man von zu Hause kennt. Das sind andere Techniken, die aber durchaus stark weiterentwickelt wurden und sehr spannende Möglichkeiten bieten. Wichtig ist hier natürlich, dass die Produkte, die auf dem Markt sind, auch wirksam sind und möglichst wenig Tierleid verursachen. Das ist ein Faktor, der bei den Antikoagulantien durchaus problematisch ist. Die Ratten verbluten da über Tage innerlich. Und das UBA hat hier Wirksamkeitsguidance entwickelt, die auch im Blauen Engel, in den Blauen Engel eingeflossen ist, sodass, wenn man jetzt Fallen mit dem Blauen Engel kauft, diese auf Wirksamkeit und das entstehende Tierleid getestet wurden. Und dann, das ist der größte Ansatz, wenn man sich überlegt, warum sind die Ratten in der Kanalisation? Sie finden da Futter, sie finden da Nistmöglichkeiten und wenn man seine Kanalisation beispielsweise gut in Schuss hält, aufklärt, keine Lebensmittel über die Toilette zu entsorgen, die Kanäle gut instand setzt, sodass da keine Leerrohre beispielsweise sind oder kaputte Rohre, wo man nisten kann, kann man dadurch auch die Population stark einschränken. Das ist beispielsweise in Erfurt so, dass da gar keine Antikoagulantien in die Kanalisation eingebracht werden müssen, weil die einfach ihre Kanalisation gut in Schuss halten. Es gibt da Plakate, man sieht das hier auf dem Foto mit der Toilette, die kommen ursprünglich aus Kiel, die hat die Kommune Kiel machen lassen, aber weil die so schön sind, hat das UBA die Nutzungsrechte gekauft. Man kann die auf der Homepage vom UBA runterladen und für sich zu Hause auch, also auch bei sich ganz zu Hause, aber wenn man von der Kommune kommt, die auch in der Kommune mit seinem Logo versehen und da aushängen und die Bürgerinnen und Bürger darüber aufklären. Wichtig ist also, dass wir die Perspektive wechseln, nicht die Chemikalie angucken, wie können wir jetzt diese Chemikalie am besten ersetzen, sondern uns fragen, was ist der Schadorganismus, wo ist er ein Problem, warum ist er ein Problem und wie können wir am besten damit umgehen. Die OECD hat hier gerade 10 allgemeine Grundsätze veröffentlicht, die wir auf Deutsch übersetzt haben und auch auf unserer Homepage zu finden sind, mit all diesen Schritten, die man durchlaufen sollte, um sich dem Problem von einem ganzheitlichen Ansatz zu nähern, um quasi diese Chemikalien wirklich nur dann einsetzen zu müssen, wenn man sie wirklich braucht. Hier ist der Link auch unten für die Poster, falls jemand Interesse hat. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Und erneut geht es mir darum, genau hinzuschauen. Und man kann dann auf einige, viele Chemikalien verzichten oder den Einsatz zumindest deutlich verringern. An Ratten denkt ja wahrscheinlich im Alltag kaum einer von uns, hoffe ich zumindest. Jetzt wird es ein bisschen lebensnäher mit Henning Friege. Ich weiß nicht, warum die Ratten. Auch Ratten sind lebensnah. So, muss ich das noch einschalten oder geht das schon? Es geht, müsste gehen. Dankeschön. Okay, ich habe fange dort an, wo Klaus Kümmerer vorhin aufgehört hat, nämlich bei der Frage, wenn ich mich mit nachhaltiger Chemie rumschlage, muss ich mich auch mit Ressourcen rumschlagen, denn aus irgendwas muss ich ja die Chemikalien machen. Und da fielen mir zwei Beispiele ein, Bodenbelege und Lebensmittelverpackungen. Mit den Bodenbelegen war ich selber befasst, ich will das dann gleich mal als Anekdote auch noch erzählen, aber ich muss ja mich an die 10 Minuten halten, also insofern ganz vorsichtig. Insofern fangen wir erstmal hiermit an, warum beschäftigen wir uns in der nachhaltigen Chemie auch mit Ressourcen? Hier sehen Sie ein kleines Bild von der aus dem OECD Global Plastics Outlook, vor 2 Jahren erschienen, über die Mengen an Plastik, die wir eigentlich brauchen. Natürlich nicht verbrauchen, es verschwindet nichts, ne? Die wir brauchen. Und Sie sehen hier diese Steigerung ab, ich glaube 1960 oder was,
was dort alles zusätzlich gebraucht worden ist von uns. Die Frage ist, wozu? Das ist also der globale Gebrauch. Und es ist ja völlig klar, dass diese Art des Gebrauchs oder der Nutzung von Rohstoffen und Produkten so nicht weiterlaufen kann. Und insofern muss man sich daneben dann anschauen, wie entwickeln sich die Abfallmengen weltweit. Das ist so ein bisschen mehr meine Spezialität. Und Sie sehen hier, das ist eine Prognose aus dem neuesten Global Waste Management Outlook, vor einem Monat erschienen oder zwei Monaten. So geht das weiter bis etwa zum Jahr 2050. Und Sie sehen, ich sage meinen Studentinnen und Studenten immer, ihr werdet nie arbeitslos, wenn ihr bei mir lernt. Das wird um eine Steigerung von etwa 80% ausgehen. Wobei diese hohe und das weiter steigende Niveau von unserer Nutzung und unserer Transformation von solchen Materialien natürlich dann zu drei entscheidenden Fragen führt. Und die möchte ich Ihnen dann gleich mal an zwei winzigen Beispielen ein bisschen weiter demonstrieren. Einmal, wo finden wir weitere Materialien? Das Zweite ist, wo liegen die physikalischen Grenzen unserer Versorgung, denen wir uns so langsam nähern? Und drittens, wie können wir Materialien länger oder häufiger, und das ist also nachhaltiger, benutzen? Es geht also nicht nur ums Recycling, es geht um wesentlich mehr. Ich möchte Ihnen dazu, wie gesagt, zwei Beispiele vorstellen. Nachhaltige Chemie und die sogenannte zirkuläre Ökonomie hängen ein bisschen zusammen. Das ist hier ein Auszug aus den Key Characteristics of Sustainable Chemistry, die von einigen Kollegen, die hier auch sind, mit in die Welt gesetzt worden sind, unter anderem Herrn Kümmerer und Herrn Blum, waren noch ein paar Beteiligten. Und da ist es einer von diesen 10 Grundlagen, der heißt, wir müssen schauen, dass wir müssen dahin gehen, dass wir die Gesamtstoffflüsse, die Massenflüsse versuchen abzubremsen, was unglaublich schwierig ist. Aber wenn ich den Ansatz nicht verfolge, werde ich da nicht weiterkommen. Und die beiden Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte, ist einmal ein Beispiel Bodenbelag für Wohnräume. Der zweite ist Lebensmitteltransportverpackung. Das erste ist PVC, also neudeutsch Vinyl, nicht? Das klingt netter, Laminat und Parkett. Und bei den Lebensmitteltransportverpackungen Einweg-Kartonverpackung und Plastik-Mehrwegbehälter. Es geht dabei nicht um Lebensmittel, wie Sie sie von zu Hause, also aus dem Supermarkt, mittragen, sondern um die Belieferung von Gaststätten und Hotels mit großen Fleischportionen. Diese Anekdote spielte sich in einer Wohnung ab, die ich selber vermiete. Eine Mieterin hatte mit dem Hinweis, ich lege jetzt mal Laminat da rein, mir gesagt, habe ich gesagt, ist in Ordnung, können Sie machen, ist ja Holz. Jedenfalls, solange sie nicht in der Küche ist, haben sie Holz. Und es stellte sich dann nach 2 Mietern weiter heraus, es schob sich dann, es war PVC. Ich sage, um Gottes Willen, wer hat mir das denn da reingelegt? Weil ich habe mal vor 30 Jahren ein Buch geschrieben, es geht auch ohne PVC. Also das musste jetzt nicht sein. Das heißt, was machen wir jetzt? Und die funktionalen Anforderungen, wir kommen wieder von der Funktion, also Kümmerers von rechts nach links gegangen, sind ganz klar, die sind definiert in der Bauproduktenverordnung, Auslegung auf mechanische Belastung, Rutschhemd, strapazierfähig, Geruchsfreiheit, keine toxischen Ausgünstungen, schwer entflammbar, möglichst einfache Säubere und Pflege und Ästhetik soll passen zum Innenraum. Und dann kommen wir auch noch und sagen, es soll lange halten. Das ist übrigens der neue Boden. So, und dann guckt man sich die Bodenbeläge an und geht eigentlich ganz einfach vor. Sie sehen hier Funktionalität und Gebrauchsdauer, alle drei Sorten oder alle drei Arten sind geeignet und langlebig. Bei den Rohstoffen ist es sehr unterschiedlich. PVC besteht aus Natriumchlorid und fossilen Kohlenwasserstoffen, also besteht nicht draus, aber das ist die Syntheseroute. Das andere ist Holz und Holzwerkstoffe bei den Schichtstoffelementen oder Holz bei dem Fertigparkett oder Mehrschichtenparkett. Treibhausgasemissionen sind logischerweise bei den nicht fossilen Alternativen sehr gering. Fossilen bei 2 Kilo CO2-Äquivalenten pro Kilo. Und ein Problem, was wir nachher wieder beim Recycling haben, wir haben Weichmacher und Füllstoffe in den Boden, in den PVC-Belägen drin, in den Laminaten Klebstoffe, Harze, Papier und bei dem Mehrschichtparkett haben wir im Regelfall nur Wachs. Wenn man sich die Verwertungskaskade anguckt, dann ist es ganz klar so, dass ich für beim PVC keine hochwertige Verwertung habe. Das ist ein ganz schwieriges Thema damit. Ich kann gegebenenfalls die rohstoffliche Verwertung anwerfen, also zurück zu HCl und ein paar Kohlenwasserstoffen.
Die Rücknahme ist aber nicht möglich, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich dann versucht, dieses Zeug zu entsorgen. Und habe auch auf der Webseite nachgeguckt von Vinyl Loop oder sowas. Und dann habe ich den nächsten angerufen und gesagt, ja, Bodenbeläge. Also erstens mal nur ab eine Tonne, habe ich gesagt, kriege ich nicht zusammen. Und zwar ins Bodenbeläge, nee, eigentlich auch nicht. So, also deswegen habe ich dahinter geschrieben, energetische Verwertung, ja, ist möglich, selbstverständlich. Aber ich habe auch Erfahrung mit Müllverbrennungsanlagen, ich habe mein Portfolio so eine Anlage, tolles Ding. Aber PVC nahmen wir ganz ungerne, weil die HCL uns die Öfen kaputt macht, wenn ich zu viel nehme. So, beim Laminat ist es einfacher, geeignet für Spanplatte, faserbasierte Produkte, wie zum Beispiel Holzschaum ist ein interessantes Thema. Und natürlich energetische Verwertung selbstverständlich auch geeignet. Bei Parkett kann man dazu noch sagen, gut geeignet, hochwertig, weil ich kann als nächstes daraus Spanplatte machen. So, dann habe ich also die Kaskade gut im Griff. So, das zweite Beispiel, die Transportverpackung für Frischfleisch. Was sind meine Anforderungen? Da geht es also um Zerlegebetriebe, Transport aus den Zerlegebetrieben mit Frischfisch oder Fleisch in den Einzelhandel oder Gastronomie. Hygiene, Hygiene, Hygiene ist selbstverständlich, ganz groß geschrieben. Das muss klappen. Möglichkeit der Kühlung in der Verpackung. Stabilität und Stapelbarkeit. Ich muss ja die Logistik im Griff haben. Und Konformität mit den üblichen Regelungen. So, und aktuelle Lösungen, das war mir gar nicht bekannt. Wir haben das aus einem Forschungsprojekt, was wir begleitet haben, Projektgruppe namens Reciproc. Das sind Kartonagen mit und ohne Polyethylenbeschichtung und möglich, und das ist die Alternative und Polypropylen-Einwegverpackung. So, die Alternative, die untersucht wurde, das Projekt selbst heißt Alpolymer und hat auch irgendeinen Preis, ich glaube einen Umweltpreis in Baden-Württemberg schon bekommen. Sehr interessant war, eine zusammengeklebt klappbare Behälter, weitgehend aus PP-Rezyklat hergestellt. Mechanische Eigenschaften wie bei Primärpolypropylen wurde dadurch hinbekommen, sie haben beim Rezyklat häufig schlechtere mechanische Eigenschaften. Was haben die gemacht? Sie haben zusätzlich mit PP-Faserbändern, sogenannten UD-Tapes, gearbeitet und haben dadurch ein mehrfach verwendbares Produkt. Da habe ich gesagt, Leute, wie kriegt ihr denn das Recycling hin mit den Bändern dann da drauf? Dann haben die gesagt, kein Problem. Wir können die Bänder bei erhöhten Temperaturen wieder ablösen. Und dieses UD heißt unidirektional. Das heißt also, ich habe ein sehr interessantes Material. Das ist also sozusagen in eine Richtung direkt, kann nur in eine Richtung statisch wirken. Das aber funktioniert sehr gut. So, und wenn ich jetzt das Erneuerbare mit dem fossilen Material vergleiche, im Systemvergleich, Einweg versus Mehrweg, stoffliche Verwertbarkeit, THG-Emissionen, dann ist es so, dass ich bei 40 Umläufen eines PP-Behälters mit diesem UD-Tape, damit es also auch noch aus Recycling-PP bestehen kann, 260 Kilo CO2-Äquivalente pro Tonne Material im Vergleich zur Einwegkartonage spare. Das heißt also, der schnelle Antwort mache ich doch aus Karton, ist in dem Falle nicht die nachhaltigere. Ob eine Lösung davon überhaupt nachhaltig ist, überlasse ich Ihnen. Also das ist eine ganz andere Frage. Ich kann eigentlich immer nur, das hat ja Klaus Kümmer auch schon mal hervorgehoben, unter den Aspekten, die die Gesellschaft heute hat, versuchen, eine Definition dafür zu finden und aus dem, was ich heute weiß, sagen, das ist nachhaltiger als eine andere Lösung. Fazit, ganz kurz und trocken. Im Rahmen dieses systemischen Ansatzes der nachhaltigen Chemie schauen wir nicht nur auf die Funktionalität des Produkts, die Eignung und die Sicherheit, das ist selbstverständlich für die Werkstoffe. Natürlich gucke ich auch um Klimaschutz. Ich gucke auch auf die Langlebigkeit und die Verwertbarkeit. Das muss ich versuchen, integral in meinem Ansatz zu lösen. Und häufig haben dabei nachwachsende Rohstoffe die Nase vorn. Das haben Sie an dem ersten Beispiel sehr schön gesehen. Ist ja ein Massenprodukt. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch nachwachsende Rohstoffe nur begrenzt verfügbar sind. Also die Menschen, die den Klimaschutz angeblich dienen, weil sie einen Kamin haben und den ständig mit Kaminholz beheizen, das sie aus Stammholz herstellen, die arbeiten eigentlich nicht sehr nachhaltig, weil sie die Verwertungskaskade kaputt machen. Ja? Verwertungskaskade geht beim Holz über Möbel oder Bauholz bis in die Spanplatte und von der Spanplatte vielleicht dann in Holzschaum und von daraus in die Verbrennung. Das wäre eine gute Kaskade. Aber nur wenn ich die habe, kann ich auch sagen, da mache ich etwas einigermaßen Nachhaltiges. So, und es kann durchaus sein, dass ich bei kurzer Nutzungsdauer oder schlechter Verwertung eben tatsächlich ein Material aus einem fossilen Rohstoff dann durchaus besser wegkommt. Und wie schon gesagt, entscheidender Gesichtspunkt für uns in der nachhaltigen Chemie ist dann die Frage, kriege ich damit Kaskadenverwertung hin? Ja, soweit so gut.
Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, einen kleinen Einblick in diese Denkweisen und Denküberlegungen zu bekommen. Sie sehen, dass es nicht immer ganz einfach ist. Das Blöde ist, ist politisch schwer verkäuflich. Sie haben schwierige Fragen und kriegen keine einfachen Antworten. Ich weiß, dass das problematisch ist, da ich ja von Zeit zu Zeit noch ein bisschen politisch unterwegs bin. Aber es bleibt einem manchmal nichts weiter übrig. Ich finde es trotzdem irgendwo sexy, in Anführungsstrichen. Weil man kann so schrittweise vorgehen. Man hat nicht die Lösung für alle Probleme auf einmal, sondern es geht in klein-klein und es gibt kleine Erfolge zu feiern, wie man schon gesehen hat. Die Fragerunde ist eröffnet. Der Herr. Sie haben ganz schön gezeigt letztendlich, man muss auf die Anwendung schauen. Und dann PVC im Laminat gesehen, auf der anderen Seite muss man sagen, HPVC ist der einzige, den wir im Fenster einsetzen, der einzige Werkstoff, den wir wirklich bis zu 8-mal recyceln können. Und wenn Sie heute ein Neufenster kaufen, sind 80% Alt-PVC, denn die Werkstoffeigenschaften verändern sich nicht. Sprich, wenn ich 40 Jahre in der Anwendung bin und habe ich sonst keinen Kunststoff, der es aushalten kann, kann ich dieses Material über 300 Jahre letztendlich in der Nutzung behalten. Deswegen muss man da auch wieder auf meine Anwendung schauen, das kann welcher Werkstoff. Das ist passiert, können Sie dann vielleicht machen, wenn Sie nicht irgendeinen Zusatzstoff dazwischen haben, der Sie dann daran behindert. Sie wissen, dass die PVC-Fenster von vor 1990 cadmiumhaltig sind und die habe ich höchstens noch im Innenbereich. Es wird knapp, also ich habe mich natürlich, wir haben uns auch mal damit beschäftigt, theoretisch geht da einiges, das ist richtig, mit hart, nicht mit weich PVC, hart. Aber wenn ich das unsere Veröffentlichung von vor 6-7 Jahren noch richtig in Erinnerung habe, die Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, können mir das vielleicht auch noch sagen. Barbara, weißt du das noch? Hatten wir dort irgendwo beim Hart-PVC insgesamt über Europa weg Recyclingquoten von vielleicht 27-30%? Mehr war es denn auch nicht. Aber die großen Unternehmen jetzt im letzten Jahr, die hatten Probleme, normales PVC auf den Markt zu kommen, haben Strukturen aufgebaut, um das zurückzuholen. Und gerade ja, Sie sagten, Cadmium-Bleistabilisatoren ist ein Problem, wird aber nie herausmigriert. Wir haben uns Migrationsstudien angeschaut, also da kommt kein Cadmium oder Blei heraus. Also das sind immer so Punkte, wo ich dann einfach nochmal auch eine Lanze für einen Werkstoff brechen möchte, der erstmal vielleicht durch seinen Weichmacher und so weiter in Verruf geraten ist, auf der anderen Seite aber auch Potenziale besitzt, wie kein anderer Werkstoff, den wir in der Nutzung haben in der Breite. Kollege Lahn meldet sich danach. Vielleicht, ja, ist ein schönes Beispiel. Ja, Sie können Ihre Sachen sorten reinhalten. Sie sagen, wir haben jetzt keine Zusatzstoffe mehr drin. Mit dem Rauskommen, wenn wir über 300 Jahre denken, da wäre ich vorsichtig. Ja, aber es geht ja nicht darum zu sagen, PVC ist gut oder schlecht, sondern wir müssen Systemdenken haben. Ja, und dann gibt es Bereiche, wo es Vorteile hat. Und da müssen wir überlegen, wenn wir es nutzen, was bedeutet es. Und dann gibt es Bereiche, wo man sagen soll, da auf keinen Fall. Fenster können Sie auch schön einsammeln. Anderes PVC können Sie nicht so gut einsammeln. Ja, also deshalb, ja, schönes Beispiel, aber da wäre meine Bitte, auch schöner Wortbeitrag, aber auch in Kontext stellen. Ja, das habe ich ja mit den Fenstern gemacht. Ja. Na, also als HPVC. Nächste Frage. Uwe, nein. Ich bin dafür, dass man PVC verbietet. Aus vielerlei Gründen. Wir haben auch alle wichtigen Argumente zusammengestellt, das wird gerade veröffentlicht, die schicken auch in der Struktur, wo wir auch zeigen, was alles aufmigriert. Aber ich wollte das aufgreifen, weil natürlich dieser Systemansatz auch bei PVC-Fenstern eine aktuelle Entwicklung nimmt, die man einbeziehen muss. Der Marktführer hat eine wirklich tolle Idee. Damit die Stabilität, eigentlich sind diese Kunststofffenster ja ziemlich wackelig und nicht so hochwertig wie Fenster aus Holz, aber er will jetzt auch dreifach verglaste Fenster herstellen, deswegen muss dann der Kunststoff stabilisiert werden. Wie kann man Kunststoff wie PVC stabilisieren? Indem man Fasern reinfügt. Also Glasfaser beispielsweise werden zugefügt und das führt jetzt dazu, dass dieses Material nicht mehr recycelbar ist. Und die Branche, Sie sagen ja, die Branche sollte sich oder hat sich zusammengerauft, die soll sich jetzt mal zusammenraufen, was sie mit diesen faserverstärkten Kunststoffen macht. Ne? Noch ein Wort zum Abschluss, aber nicht nur PVC, bitte. Nein, ich denke, der wichtige Punkt ist wirklich, wie Sie beide das vorgeschlagen haben, Herr Krümmer, Herr Flieger, in Systemen zu denken und in Kaskaden zu denken. Wo macht welcher Einsatz Sinn? Und da muss man werkstofflich genau hinschauen, denn immer.
Geht es noch um mehr als um PVC? Ja. Hallo, danke für die Ausführung. Ich habe eine Frage. Sie haben ja deutlich gemacht, dass Recycling nicht immer sinnvoll ist, sondern man muss genau hingucken. Und jetzt gibt es aber sicherlich Stoffströme, die der Abfall des einen sind. Und es macht Sinn, dass der andere sie als Rohstoff einsetzt. Und dann haben wir aber die Hürde, dass End-of-Waste-Status festgestellt werden muss. Und das ist häufig sehr langwierig. Sehen Sie da Entwicklungen in der Zukunft, dass es einfacher wird, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen, auch von regulatorischer Hürde? Da bin ich jetzt kein Experte, aber mir gefällt das Stichwort End of Waste. Nur noch eine Fußnote zu Recycling. Auch das ist nicht abfallfrei. Ja, Sie brauchen Hilfsstoffe. Am Ende können Sie irgendwas nicht mehr recyceln. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere Extrem ist, wenn Sie produzieren, natürlich, was Sie in Ihrer Produktion als Abfall in Anführungszeichen haben, das können Sie häufig sehr gut in Ihre Prozesse einschleusen. Ja? Und ganz kritisch sind, glaube ich, die Dinge, die lange auf dem Markt sind, lange eingebaut sind. Wer sagt uns denn, dass wir in 40 Jahren noch jemanden haben, der irgendwas aus dem Gebäudebereich, was heute als innovatives Material gilt, recyceln kann oder will? Und gleichzeitig haben sie bei langer Lebensdauer häufig mehrere verschiedene Produkte für einen ähnlichen Zweck auf dem Markt. Das heißt, die Komplexität wird immer größer. Ja? Und bei Ihrer Frage, da kann ich jetzt nicht konkret antworten, aber vielleicht kann das ein Hinweis sein, auch dahin zu gucken. Und ja, Nachhaltigkeit heißt auch, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. Egal wo. Weil alles, was Sie trennen müssen, macht Abfall, braucht Energie, macht Probleme. Und grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Kreislaufwirtschaft auch auf politischer Ebene einen hohen Stellenwert hat, sodass zu hoffen ist, dass jetzt auch nach den Europawahlen in den neuen Arbeitsprogrammen auf EU-Ebene das eine wichtige Rolle spielt, weil es geht da ja nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um Sicherheit, Sicherstellung von Lieferketten, Ressourcen wiederverwenden und Energie zu sparen und so weiter. Von daher wäre unsere Hoffnung, dass das auch auf politischer Ebene eine wichtige Rolle spielt. Wir haben beim Thema End of Waste, uns auch ziemlich viele Gedanken immer wieder in den letzten Jahren gemacht. Das hängt bei mir persönlich damit zusammen. Ich habe in den letzten 20 Jahren mich viel mit Ressourcen beschäftigt, 15 Jahre Abfallwirtschaftsunternehmen geleitet und auf der anderen Seite bin ich Chemiker. Also muss ich mal gucken, Mensch, was machen wir anschließend damit? Und ich glaube, dass wir bei End of Waste bisher in Deutschland sehr, sehr vorsichtig, manchmal zu vorsichtig waren. Es gibt auf der EU-Ebene bisher ja nur eben 3 oder 4 richtige End of Waste-Verordnungen. Deutschland hat jetzt mit einer eigenen deutschen Verordnung, das reicht aber auch, muss ich nicht europäisch machen, im Mineralikbereich ja einiges gemacht. Und das hilft ein großes Stück weiter. Ob die jetzt immer allen gefällt, sei dahingestellt, aber ich habe jetzt klare Kriterien. Ja, ich kann es also sagen, dieser und jener Ziegelbruch mit den und den Eigenschaften kannst du da und da verwenden. Super. Oder ich kann eine Müllverbrennungsschlacke da und da verwenden. Punkt. Und das ist in ganz Deutschland gleich. Das war vorher auch noch zwischen den Ländern verschieden. Wir brauchen so etwas ganz dringend, auch für Plastik, ganz klar, weil wir eben riesige Plastikmengen zurückbekommen, gerade aus den langfristigen Anwendungen. Aber das Erste, mal abgesehen vom End of Waste, wo ich mir jetzt einen Gedanken machen muss, wie definiere ich das sauber, ja, muss ich dafür sorgen, dass die Dinge, die ich in Verkehr bringe, so dauerhaft beschriftet sind, dass ich dann nach den berühmten 50 Jahren auch noch weiß, was drin ist. So, wir reden seit 25 Jahren über das Thema wie nennt man das, Gebäudepasses. Ja? Jetzt sind wir so allmählich so weit, dass wir das auch anfangen darüber diskutieren, mal einführen. Im Infrastrukturbau, im kommerziellen Bereich wird das längst gemacht. Building Information Management, es ist ganz klar, dass die Ingenieurbüros genau wissen und genau die Tiefbaufirmen genau wissen, welches Teil steckt wo, ne, und aus was ist das gemacht. Das ist eine wichtige Voraussetzung, das eine. Die zweite beim End of Waste für Plastik vielleicht ein Gedanke. Ich glaube, wir müssen gucken. Wir werden ja Riesenmengen Plastik auch aus dem Gebäudebereich zurückbekommen. Das wird ja erst seit 50 Jahren riesengroßen Mengen verwendet oder 60 Jahren. Dass wir uns Anwendungen überlegen,
Also ich brauche dies und jenes, sage ich, okay, da kann ich mit einem Recyclingwerkstoff klarkommen, der möglicherweise nicht hundertprozentig schadstofffrei ist. Ja? Und da ist ein Anwendungsbereich, der muss hundertprozentig schadstofffrei sein, da geht es eben nicht. Oder ich muss beweisen, dass es so funktioniert. Ja? Und ein paar solche relativ einfachen Regeln brauchen wir, um mit den Mengen, die wir heute schon um uns herum haben, fertig zu werden. Herr Tiluke? Ich glaube, Herr Kümmerer, sind Sie auch auf Power2X eingegangen? CO2, Wasserstoff aus grünem Strom und so weiter. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Sie da richtig verstehe, aber irgendwie habe ich den Eindruck, Sie raten eher von dem Hochlaufen dieser Technologie ab. Ich will nur noch mal wissen, ob ich das völlig missverstanden habe oder natürlich habe ich verstanden, dass am Ende es eher um die systemische Fragestellung geht. Aber auf der anderen Seite brauche ich natürlich in so einem bei den Mengen, auch Power2X bin ich der Ansicht, aber Frage. Ja. Vielen Dank für die Frage und kann ich gerne klären. Ja, Power2X im Sinne erstmal synthetische Kraftstoffe. Das war mein Beispiel. Ja, synthetische Kraftstoffe, 10% der Energie kriegen Sie am Ende auf die Straße. Wenn ich dann vergleiche, den Wasserstoff, den ich dazu brauche und die Elektrizität, die ich dazu brauche, da ist viel mehr gewonnen in der Stahlindustrie, in der Zementindustrie, in der chemischen Industrie. Also das ist so ein mehr dieses systemische Denken. Dann ist der nächste Punkt an der Stelle, wenn ich Plastik herstelle, kann ich natürlich sagen, ja gut, das mache ich damit auch. Ich mache dann eben diese Kohlenwasserstoffe über Power2X. Ja. Nur, wenn ich mir das genauer anschaue, warum soll ich da nicht weiterhin, wenn ich schon Plastik herstelle, wie Polyethylen, unpolare Polymere, warum soll ich da nicht einen unpolaren Ausgangsstoff nehmen? Nämlich die fossilen Ressourcen, die sind doch immer noch da. Und die muss ich auch, das Plastik muss ich auch weiterhin einsammeln. Da muss ich über sowas gar nicht nachdenken. Ja? Einsammeln muss ich es trotzdem. Und 90% dessen, was wir an Kohlenwasserstoffen in der chemischen Industrie verbrauchen, ist für energetische Zwecke. Und da wollen wir ja raus. Und deshalb muss ich das besser verstehen und nochmal auch in all diesem zuerst drüber nachdenken, auch wie kann ich, und das wird ja, da macht die Industrie sehr viel, das alles energetisch effizienter machen, aber auch als Gesellschaft, als Industrie, das gilt auch für Recycling, wir müssen die Stoffströme, was Tonnagen anbelangt, reduzieren. Ja? Die Welt ist endlich, stofflich und energetisch. Das ist eigentlich, was hinter all diesem liegt. Und jetzt können Sie natürlich sagen, oh shit, müssen wir auch noch auf was verzichten. Beispiel aus, du hast es immer Anekdote genannt. Als ich studiert habe, kamen so diese Kunststoffbeutel auf für Zahnpasta und so weiter. Und da habe ich einen neuen gebraucht. Und dann bin ich 4 Wochen rumgeschlichen ums Schaufenster, kaufe ich jetzt den teuren aus Leder oder den billigeren, also preislich billigeren aus Plastik. 4 Wochen bin ich drum rumgeschlichen, weil 80 Mark war viel Geld für mich. Und dann habe ich mir den aus Leder gekauft. Und den habe ich immer noch. Was wir alles zusammen erlebt haben, können Sie gar nicht bezahlen. Ja, also es ist nicht immer Verzicht. Aber nochmal, wir müssen Stoff- und Materialströme drastisch reduzieren. Sonst wird es nicht funktionieren. Und deshalb der Ansatz der nachhaltigen Chemie. Erstmal drüber nachdenken, Service und Funktion. Und gibt es vielleicht Alternativen, die gar keine Stoffe benötigen? Das ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung, Service und Funktion. Ein Großteil der Verpackungswerkstoffe sind Mehrschichtwerkstoffe, um auf deine Sicherheit, diese Lebensmittelsicherheit zu halten, das Fleisch länger frisch zu halten aufgrund der Atmosphäre, die ich generieren kann. Das Problem könnte ich ja relativ einfach lösen, indem ich ein Polyethylen mit Siliziumoxid beschichte. Nur keiner der großen Abnehmer wie Edeka, Aldi wird es machen, weil es geht um Bruchteile eines Cent pro Quadratmeter. Und hier könnte der Gesetzgeber extrem schnell aktiv werden. Man hätte einen Monowerkstoff, den man einsammeln könnte und wir würden ein Riesenproblem, was Verpackungsabfälle, die in die Verbrennung hineingehen, die man nicht wiederverwenden kann, lösen würde. Kann ich im Moment nicht. Gut, hört sich erstmal gut an. Ich bin in der Ecke aber nicht aktiv. Also mit Silikaten beschichtetes Polyethylen, ja. Kannst du das in Monoschichten in Nanometer? Ja, ja. Also
wenn die Kollegen vom Recycling sagen, wir finden das und zweitens können wir es abtrennen und drittens können wir es rezyklieren, bin ich immer zufrieden mit sowas. Also muss man sich anschauen. Aber das Problem der Mehrschicht, Sie haben das richtig angesprochen, das macht uns natürlich beim Recycling Riesenprobleme, ist mit ein Grund für die sehr niedrigen Recyclingquoten bei Leichtverpackungen. Ne? Also diese vielleicht 35% inklusive schon, ich sag mal, solchen Holzersatzgeschichten und sowas, 14% tatsächlich, das ist viel zu wenig. Und da, völlig richtig, Klaus hat es ja auch schon gesagt, müssen wir mehr auf Monoverpackung, also Monomaterialverpackung kommen. Wenn das eine Lösung ist, gucke ich mir gerne auch mal an, habe ich noch nicht gehört. Ein Einwurf von mir, Kreislaufwirtschaft, merke ich, ist in mit all ihren Problemen. Das kann man auch peu à peu lösen, aber ein Aspekt der nachhaltigen Chemie ist ja auch Massenströme verringern. Das möchte ich mal am Ende hervorheben. Die Zeit läuft leider ab, aber wenn noch jemand eine Frage, einen Punkt hat, den er loswerden möchte, gerne. Ich kann Ihnen einen kleinen Hinweis geben, wie Sie Massenströme, das sind jetzt keine großen, aber als Beispiel verringern können. Sie kennen vielleicht die Ewigkeitschemikalien, sind ja gerade überall in der Presse. PFAS. Wer fährt Ski von Ihnen? Was nehmen Sie für einen Skiwachs? Ja, dummerweise darf man jetzt kein PFAS mehr nehmen, zumindest im Leistungssport nicht. Aber das braucht man doch gar nicht. Wenn es keiner nimmt, sind alle wiederum gleich langsam. Und das ist ein tolles Beispiel, oder? Also du bist ja immer schon. Aber bitte kurz, die Zeit läuft weg. Als Materialwissenschaftler da auch nochmal eine Anwendung. Im gleichen Zuge soll PTFE verbunden werden. Wenn ich dieses Material im Labor nicht habe, kann ich keinen Aufschluss durchführen, keine Elementanalytik machen und bin damit auf der anderen Seite. Keiner will es. Nein, in der EU, in Helsinki, wird ja nicht um ein Verbot, geht es um Beschränkungsrichtlinien. Ja. Ja? Und Ausnahmen wird es immer geben. Jetzt gebe ich nochmal die Runde ins Lob. Ja, wir könnten noch ewig über das Thema reden. Ich gebe nochmal jedem, der Fachleuten, neben den Fach der Fachleuten, ich kann nicht mehr reden, Grammatik ist schwer. Das letzte Wort, fangen wir mit Herrn Kümmerer an. Die Herausforderung, aber auch die Chance für Chemikerinnen und Chemiker, alle Materialwissenschaftler, alle Beteiligten, und jetzt wird es richtig spannend, es wird wieder total spannend im Vergleich zu den 30 Jahren, mehr Service mit weniger Material und einfacherem Material. Ja, ich würde sagen, dass die Vorträge gezeigt haben, es braucht auch nicht nur Chemiker und Chemikerinnen, um vernünftig mit Chemikalien umgehen zu können, sondern die Anwenderinnen und Anwender sind auch eine ganz wichtige Gruppe, die man da adressieren muss, weil das die Personen sind, die die Frage stellen können, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Das ist nichts, was in der Chemie entschieden werden kann, sondern nur im echten Leben. Nach so viel klugen Worten fällt mir nicht viel ein. Also ich denke immer, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich um Chemikalien in Industrien Kopf machen, noch stärker, als sie es bisher tun, interdisziplinär denken müssen, um diese Funktionalitätsprobleme mit zu erfassen. Und ich glaube, dass das auch ein Weg für die Zukunft ist, denn Chemieindustrie hat ihre Berechtigung und wir müssen halt mit anderen Ausgangssubstanzen arbeiten und wir müssen stärker zirkulär arbeiten. Ich glaube, dass es geht, aber dazu brauchen wir alle, auch die Unternehmen. Das war ein schönes Schlusswort. Danke an alle.